Haben Sie Lust, die Tierwelt hautnah zu erleben? Dann nichts wie hin zum Streichelzoo der Familie Czermak in Schwechat. Er ist das Zuhause von Ponys, Kaninchen und Hasen. Welche Tiere noch dort sind, sehen Sie jetzt. Wir betreiben den Streichelzoo das dritte Jahr offiziell. Früher sind wir immer mit den Kleintieren in die Kindergärten und das hingefahren und in Streichelzoo vor Ort gemacht. Und dann haben wir sie vor 3 Jahren mit dem Verein so weit geeinigt, dass wir einen Streichelzoo eröffnen. Und die Kinder können daher kommen, die kommen aus aller Gegend, also bis Grammert-Neusiedl, Reisenberg, Lanzendorf, Floridsdorf, Heimburg, also überall kommen sie her. Nicht? Also wir dürfen sie wirklich nicht beschweren über den Besuch. Das ist alles recht super. Also einerseits ist man stolz, dass es so eine Vielfalt an Tieren gibt und dass sich Menschen für Tiere interessieren. Und das ist natürlich hier im Kleintierzuchtverein wirklich gelebte Sache. Und das ist mit Freude gemacht und mit Herz gemacht. Und das spürt man natürlich bei der Familie Czermak ganz besonders. Heute wird der Streichelzoo neu eröffnet. Ist das für Sie ein besonderer Tag? Immer, jedes Jahr ist aufs Neue, weil dann wissen die Leute in der Umgebung, jetzt geht's los, wir können jederzeit herkommen, um die Tiere zu sehen. Und dann hast du auch die Jungen, die auf die Welt gekommen sind. Das ist genau die Zeit und das ist ideal. Der Kleintierzuchtverein kann einen großen Zuwachs verzeichnen. Warum glauben Sie, ist das so? Naja, weil ich glaube, dass die Leute schon wieder ein bisschen zurück zur Natur kommen. Und wir sind ja sehr naturnahe mit unseren Kleintieren und die werden ja auch sehr naturnahe und auch sehr biologisch gehalten. Hier kann man Tiere bewundern, von den kleinsten, von den Meerschweinchen, Chinchillas, Hasen, Händeln, Küken, Eseln, Pferde, Enten, Gänse, also ganze Breite durch. Chinchillas sind Pelztiere, sind eigentlich nachtaktiv. Beim Tag schlafen sie und bei der Nacht, da geht es dann so richtig dahin. Besonderes für die Kleinen ist natürlich das Ponyreiten, dann das Hasenstreicheln, Küken und das. Wir machen mit den Kindern, dass wir ihnen zeigen, wie nehme ich einen Hasen, wie hält man ihn, dass er nicht kratzt, wie wird er gestreichelt. Also das funktioniert ganz super. Sind Sie als Kind auch immer gern auf dem Pony geritten? Ja, also ich habe auch die Möglichkeit genutzt, früher einmal, wie ich noch Kind war und meine Eltern das zugelassen haben, war ich natürlich auch Ponyreiten, wobei eben Pferde natürlich ganz besonders große Tiere sind und man natürlich mit dem nötigen Respekt zu größeren Tieren hier sich nähert. Ja. Und welche Tiere gefallen Ihnen jetzt am besten? Naja, ich persönlich züchte Kaninchen. Aber wir sind alle Kleintiere lieb und wert. Also bei uns im Verein gibt es ja Hühner, Tauben, Ziergeflügel, Vögel, Kaninchen und quer durch die ganze Kleintierpalette. Ne? Also ich hatte selbst auch einmal Hühner. Also Hühner sind eine sehr interessante Tierart und dann natürlich Pferde. Und ja, ich meine, dass alle Tiere für sich selbst etwas Liebes haben, etwas Interessantes haben. Und wenn man den Kleintierzuchtverein nützt mit seinen Ausstellungen oder hier den Streichelzoo nützt, dann sieht man auch hier die verschiedensten Arten der Tiere und findet sicherlich da und dort was Liebes an den Tieren. Wie viel kostet der Eintritt? Es ist gratis bei uns. Freie Futterspende, also die Leute bringen Karotten mit oder Körndlfutter und das passt. Wir machen das wirklich freiwillig für die Kinder. Wie gefällt dir der Streichelzoo? Also sehr gut, vor allem für die Kinder. Ich meine, die kommen dann mit den Tieren in Berührung. In der Stadt ist halt das doch nicht so oft, dass die Tiere halt in der gewohnten, in der lebenden Umgebung sehen. Und ja, sie können, wir haben was zum Futter, füttern mit, können streicheln. Und ihm macht sehr viel Spaß.